ist hier schon alles teilweise ziemlich heruntergekommen und deswegen finde ich das gut, dass wir das hier jetzt auch mal aufwischen. Ich finde, dass man sich momentan nicht wirklich wohlfühlen kann, da die Schule nicht farblich abgestimmt ist. Ja, dem kann ich auch nur zustimmen und es ist auch sehr dreckig hier, das ist nicht so gut. Ich finde, sie haben Potenzial. Ich finde, es ist sehr eintönig und nicht besonders inspirierend. Ich denke, da könnte man viel draus machen. Das Projekt ist ein purer Zufall und ist dadurch entstanden, dass wir eine Projektgruppe zum Thema Raumkonzept hatten und eigentlich für die Schüler, die sich im Ganztag befinden, die Raumsituation verbessern sollten. Und im Zuge dessen haben wir aber einfach mal alle Bereiche der Schule uns angeguckt und hatten auch mit dem Schulverein Rücksprache gehalten, welche Unterstützungsmöglichkeiten es überhaupt für Schulverschönerung gibt. Und die Frau Hochmann, die dieses Projekt in Dänemark initiiert hat, ist eine Bekannte unseres ersten Vorsitzenden aus dem Schulverein. Und so kamen wir auf dieses Projekt und hatten kurzerhand die Gelegenheit, Frau Hochmann kennenzulernen in der Projektgruppe. Und die hat uns so begeistert, dass wir dachten, das ist es, das nehmen wir und das versuchen wir mal. Und die Oberstufe ist deswegen ausgewählt worden, weil Frau Hochmann uns empfohlen hat, das erstmal mit älteren Schülern zu machen. Und da standen so die Bereiche Oberstufengebäude oder auch Fachhaus so ein bisschen in der Diskussion. Da haben wir gedacht, nee, dann machen Sie bitte das Oberstufengebäude, wo Sie selber ganz viel Nutzen haben und sich nachher auch daran aufhalten können. Ich freue mich doch mega drauf, weil wir halt mega viel so Verschiedenes auch machen können und unsere eigenen Ideen ja auch mit einbringen können. Und ja, also ich glaube, das ist ein cooles Projekt. Ich finde es ganz schön krass. Also es ist relativ groß und relativ anstrengend. Ich glaube, es wird ein gutes Ergebnis bringen und ich habe auch den Eindruck, dass viele Schülerinnen und Schüler Bock drauf haben, das zu machen und sich da auch irgendwie gut reinhängen. So, also ich finde im Prinzip, das ist ein gutes Projekt. Es ist halt ein ganz schön anstrengendes Projekt. Also für mich schon in den 2 Wochen, die jetzt zurückliegen und jetzt für, seit heute auch für euch. Ja, ist ein gutes, ist ein fettes Projekt.
was hoffentlich dann am Ende, hoffentlich am Ende auch alle sagen, okay, der Aufwand, den wir getrieben haben, der hat sich gelohnt. Thank you.